Sag mir, wem glaubst du? Sag mir, wem glaubst du? Sag mir, wem glaubst du? Jetzt immer geheissen, die Jugend fehlt zu Perspektiven. Und das sei auch der Grund, wieso sie Drogen reinlösen. Das fehlende Ideal, weil am Konsum müssen weichen, während die Diktatoren ihre Vorteile daraus schlagen. Es haben sich also sicher gefühlt, darum ist es so makaber, dass in so kurzer Zeit sich die Umstände so verändern. Das Zeigefinger von gestern, ich meine die älteren Semester. Erst jetzt fing merken, wie schnell sich Schicksal kann wenden. Yeah. Sag mir, wem glaubst du noch? Wem vertraust du in der Welt, wo jeder nur noch an sich selber denkt? Sag mir, wem glaubst du noch? Wenn's Worten überzählt und's nur noch das Geld ist, wo sich alles drum dreht. Sag mir, wem glaubst du noch? Wer sagt denn überhaupt noch kompromisslos, geht das, was er denkt? Sag mir, wem glaubst du? Ich glaube niemandem ein Wort, schon gar nicht denen, wo am lautesten sind. Diskussionen los, eine Unruhe macht sich breit, weil feste Web verlieren. Jetzt an Festigkeit, man kann die Situation mit der von der Jugend vergleichen. Und plötzlich fehlt es ganz viel an einer Zukunftsperspektive. Glaubst du noch an Politiker, die mit im Kohle spielen? Glaubst du an die Wirtschaftsführer und ihre Provision? Glaubst du noch an die Medien, die ihre Blätter füllen? Glaubst du an Frieden auf Erden? Glaubst du an die Religion? Sag mir, wem glaubst du noch? Wem vertraust du in der Welt, wo jeder nur noch an sich selber denkt? Sag mir, wem glaubst du noch? Wenn's Worten überzählt und's nur noch das Geld ist, wo sich alles drum dreht. Sag mir, wem glaubst du noch? Wer sagt denn überhaupt noch kompromisslos mit das, was er denkt? Sag mir, wem glaubst du? Ich glaube niemandem ein Wort, schon gar nicht denen, wo am lautesten sind. Sag mir, wem glaubst du noch?